Ja, herzlich willkommen alle zusammen zu dieser Episode und Folge von Streckenbegehung, Streckenpräsentation. Ich sitze hier in dem Formel Sim Racing Fahrzeug für das Jahr 2020. Die Saison beginnt bald. Das heißt, wir begeben uns auf die Strecke. Das heißt, Zündung anlassen, Starter. Und dann geht's auch schon raus hier aus der Boxengasse auf den Sepang International Circuit. Diese Form von Video oder diese Streckenbegehung soll euch im Prinzip die Möglichkeit geben, zu wissen, worauf es ankommt hier auf dieser Strecke. Und wenn wir hier aus der Box rauskommen, begeben wir uns direkt in die erste gute Überholmöglichkeit, hier Kurve 1 um 180 Grad rechts, gefolgt von Kurve 2, einer zweiten Haarnadelkurve nach links, die dann noch ein bisschen enger ist und noch langsamer ist. Und das ist auch schon der erste Sektor. Dann kommen wir zu Kurve 4. Je nachdem, wie man aus Kurve 2 rauskommt, auch eine gute Überholmöglichkeit. Generell die Strecke hier in Sepang sehr anspruchsvoll für die Aerodynamik, für das Chassis, vor allem auch für das Fahrwerk. Wir haben ja extreme Lastwechsel teilweise in dieser Highspeed Links-Rechts-Kombination beispielsweise. Und auch hier muss das Chassis und der Reifen viel aushalten in der Doppel-Apex oder Doppel, ja, mit Kurve mit doppeltem Scheitelpunkt in dieser Doppel-Rechts. Ja, Kurve 9, Haarnadel über den Hügel, das Auto wird da gern unruhig, weil die Kompression vorne erstmal dafür sorgt, dass das Auto in die Kompression geht und da dann das Gewicht vorne Downforce erzeugt. Kurve 11 haben wir gesehen, ähnlich hier auch Kurve 13, also Kurve, die sehr spät zumacht, technisch sehr anspruchsvoll, sind die beiden anspruchsvollsten Kurven auf der Strecke hier. Und dann sind wir auch schon auf der Gegengerade, die zweite DRS-Zone hier. Und jetzt nehme ich euch nochmal mit auf eine schnelle Runde, beginnend in der letzten Kurve, holen wir alles aus dem Auto raus, öffnen den DRS-Flügel und über die Start-Ziellinie. Knapp 310 km/h werden da erreicht, bevor wir in Kurve 1 bremsen. Wie gesagt, sehr gute Überholmöglichkeit. Dritter Gang rechts, nochmal zweiter Gang links. Und dann hier Traktion ist gefragt. Vollgas durch Kurve 3 auf Kurve 4 zu. Muss man aufpassen in Kurve 4. Am Kurvenscheitel wird das Auto gern hinten unruhig. Da geht es über den Hügel drüber. Dann kommt der Lastwechsel vorne und dann wird das Auto nervös. Kurve 5-6. Hier starker Lastwechsel, da muss das Chassis wirklich gut abgestimmt sein, zusammen mit der Aerodynamik. Dann vorne links schreit hier nach Entlastung in dieser Doppel-Links-Kurve. Bevor wir hier in die Haarnadel kommen, Achtung, Kompression direkt am Kurvenscheitel und auch hier sehr wichtig, die Traktion durch Kurve 10 kann eine Vollgaskurve sein. Kurve 11, das erste Mal eine Kurve, die in der Bremszone zumacht. Kurve 12, alles kein Problem, geht alles Vollgas. Und Kurve 13 muss man warten, 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 einlenken. Und dann kann man hier mit vollem Tempo raus. Wirklich wichtig der Exit, weil es geht ja auf die Gegengerade. Mit DRS kann man sich hier in eine gute Position bringen. Wenn man Ähnliches hier nochmal in der letzten Kurve gut tut, guter Exit wieder, DRS weit auf und dann hat man die Möglichkeit am Ende der langen Geraden hier eine Attacke zu starten. Das, liebe Leute, ist eine Runde hier am Sepang International Circuit. Ihr könnt dieses Rennen, dieses erste FSR-Rennen der Saison natürlich live auf meinem Kanal erleben. Am Sonntag geht's los, 19.30 Uhr europäische Zeit sind wir live mit dem Qualifying. Und ab 20 Uhr dann ein 100% Rennen, 56 Runden hier über den Sepang International Circuit. Wir haben schon die ein oder andere Rennsimulation hinter uns. Und ja, ich hoffe, dass es einfach besser läuft wie beim letzten Preseason-Test, wo mir leider die Kiste schon nach wenigen Metern um die Ohren geflogen ist. Bin zuversichtlich, um ehrlich zu sein, auch hoch motiviert, haben viel trainiert schon. Sehr viele Analysen gemacht und ja, kann es persönlich jetzt kaum erwarten, dass die Saison endlich wieder losgeht. Es ist März, es ist die Formel 1 hat die Preseason-Tests abgeschlossen.
In 2 Wochen geht es auch da los in Melbourne. Und ja, es ist so wie bei vielen im Frühling, im März der Frühjahrsputz ansteht, so steht bei uns Simracern im Formel 1 Bereich, generell im Formel 1 Zirkus der Saisonstart ins Haus. Die Karten sind wieder neu gemischt, es geht wieder von vorne los und ich freue mich auf die Saison. Das Auto lässt sich unglaublich gut fahren, macht wirklich Spaß, macht wirklich Laune. Und wie gesagt, kann es kaum erwarten, dass es hier losgeht. Würde mich freuen, euch am Wochenende, dann am Sonntag zu sehen. Abgesehen davon, am Samstag sind wir live mit dem Langstreckenrennen, 12 Stunden von Sebring, in der Virtual Endurance Championship. Dort sind wir auf dem McLaren Senna GTR. Los geht's da ab 16.30 Uhr, auch mit dem Qualifying. Werde den Start übernehmen und dann wahrscheinlich die ersten 2 Stints am Sonntag, ja, am Samstag übernehmen. Wie gesagt, 12 Stunden circa sind die 1000 Meilen von Sebring. Und würde mich auch freuen, euch da zahlreich im Stream, im Chat zu begrüßen zu können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns am Wochenende, wenn es heißt, grüne Flagge, Vollgas und alles geben, was im Auto drin steckt. Vielen Dank, bis dann.